Dave is quick. Alles klar, ihr Lieben. Ich mache den Chat jetzt aus. Ich habe jetzt nur noch hier Discord offen, falls ich Jay was durchgeben will. Passt. Also Leute, los geht's mit dem Not the Monaco GP. Ich bin gespannt, wie es heute laufen wird. Monaco, eine Strecke, wo du mit viel Glück oder Pech weit nach vorn oder hinten gespült werden kannst. Und dementsprechend erwarte ich mal heute nicht zu viel, sondern hoffe einfach nur, dass wir irgendwie ansatzweise durchkommen können. Und schauen wir einfach mal. Blitzquali ist heute angesagt, nicht wie sonst 25% Quali. Und schauen wir mal. Alright. Aber das Ding ist, wenn die Leute hinter einem, also mir wurde gerade Runde 1 vorgeschlagen als Boxenrunde, wenn die Leute hinter einem halt zurückfallen, ich muss halt schauen, wie der Abstand ist nach einer Runde. Aber das wird sich alles im Rennen zeigen, let's go. Gleich nochmal durchatmen vor dem Rennen und dann geht das schon irgendwie. Ja, Zeit für Quali, mittlere 1,95 wäre gut. Hohe 1,9 wäre so lala. Ach, ich fahre heute übrigens mal mit ABS. Weil in Monaco sonst die Reifen überall blockieren, machen die realen F1-Fahrer aber auch. Insofern ist legitim. War keine so gute Runde. 1,978. 1,96. Okay, ist gut. Dritter Sektor war okay. Bin recht zufrieden. P5! Vor Norris! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Vor Lando Norris! Oh shit! Ja, letztes Mal übrigens Helm an Gedenken zu Antoine Hubert. Dieses Mal Helm zu Gedenken von Niki Lauda natürlich. Nicht Nico Lauda, Niki Lauda. Oh boy. Nah dran an Limitless. Alter, Limitless ist ja eigentlich E-Sportler und fast, also immer noch sehr, sehr nah dran an E-Sport, aber war ja E-Sportler. Veloce James, by the way. Alias James Baldwin oder James Baldwin ist World's Fastest Gamer. Eigentlich GT3-Fahrer in der Realität, aber also ab diesem Jahr eigentlich, aber ihr wisst ja warum, tendenziell eher nicht. P5. Bisschen überraschend. Alright, wie letztes Mal. Of cars on track today. Hard braking into the first corner, hard on the brakes. Im Rennen gibt's keinen Spaß. Nach dem Rennen kann ich mich freuen, wie ich will. Und ich guck mal, wann ich an die Box gehe. Alright, let's go, Leute.
Let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Okay, Vorderreifen nicht aufwärmen. Das ist gefährlich. Ich muss einen Blick auf die Temperatur haben. Mal schauen. Ich glaube, ich bleibe aber ein bisschen länger draußen. Komplett aus dem Fokus von allen war ich ja schon beim letzten Mal. Ich glaube, da probiere ich diesmal einfach ein bisschen zu fighten. Gegen Norris zu fighten, da kriegt man nicht immer die Chance. Leider ist hier mit Mado Kraus. Let's go. Toi, 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 Leute. Hat mich kurz nochmal entmutet. So, let's go. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Zieht er einfach zu. Alter. Holy. Ich hab's ja schon gesagt, ne? Leclerc und Cody werden sich abschießen. Nein. New strategy is available on the MFT. We've been awarded a time penalty. We'll go against our finishing time at the end of the race. Kann Jeff bitte mal endlich die Klappe halten?
for you. Tires are looking very nice. Shouldn't have to worry about the wear too much right now. They're on old softs. Their tires are 2 laps old. The time last lap was a 1 minute 13.1. They're building a lead of 6 tenths per lap. They have a time penalty of 3.0. Warum hat mein Pitlimiter nicht... Oh Gott, der Pitlimiter ist so dumm eingerichtet. Fuck. Go, go, go. You'll be racing on the exit. Okay, go now. Let's go. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Eine Internetverbindung, Digga. Oh nein, noch Leute. Was war das denn? War das eine Kollision oder was war das? Ich hab da auf jeden Fall einen Schlag drauf bekommen, das hat man gehört. Frag mich nur, ob's die Curbs sind, ob's irgendein Lag ist oder was das ist.
Their tyres are 4 laps old. The time last lap was a 1:12.3. You're dropping back by around 2/10 each lap. They have a time penalty of 6.0. Noch eine und ich bin vorbei. Unnötige 5 Sekunden aufgesammelt. Sekunden. Er hat da gefühlt nämlich ein bisschen gecuttet. Das sind aber Classic-Fehler, die man in Monaco macht, ne? Okay. Alles klar. Gap to teammate behind is 12.7 seconds. They're on old mediums. Their tires are 7 laps old. The time last lap was a 1:12.6. They're dropping back by around 4/10 a lap. They have a time penalty of 9.0. Auch vorne links minimalen Schaden, egal. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. So viel zu Wallbanging ist nicht so erwünscht. Leclerc in fast jeder Kurve Wallbanging. Er hat halt untersteuern, ne? Er hat seine Kiste mehr kaputt gemacht als ich.
continue to cut corners, the steward. Copy. Sorry, Mann. Sorry for punting you, Charles. Ich meine, man kann da so verteidigen, dass man sich ganz nach außen tragen lässt. Trotzdem war es nicht die schönste Art. Oh, Chambo de Guassi ist hinter mir. Ups. Das wird schwierig, da zu verteidigen. There are old mediums. Their tires are 8 laps old. The time last lap was a 1 minute 12.6. They're pulling away from us at a rate of 1.8 seconds per lap. They have a time penalty of 3.0. Our gap behind is 4.0 seconds. They're on old mediums. Their tires are 7 laps old. The time last lap was a 1:15.9. They have a time penalty of 3.0. Okay, bringt nichts, da zu verteidigen dann. The gap to the car behind is 3.5 seconds. They're on old mediums. The time last lap was a 1 minute 15.9. They have a time penalty of 3.0. Den Abstand nicht mitbekommen, aber ist okay. Drei. Okay.
ich habe leider zu viel gegen Leclerc die Sprintmentalität rausgelassen, statt an den Marathon zu denken. Wir haben Charles Leclerc überholt. Vorne ist ein Williams raus. Alter, okay. So unnötig, er ist eh vor mir. Was war das denn jetzt? Ach, der hatte so viele Strafen oder was war da los? Nee, der war vor mir. Ja, am Ende hat es den Unterschied zu Ray ausgemacht, ne? Gut, starten wir im nächsten Rennen weiter vorne, aber trotzdem halt. Also das letzte Rüberziehen war halt weird. Keine Ahnung. Aber hey, P7, immerhin. Latifi ist sehr, sehr gut gefahren. Gut, James, World's Fastest Gamer, machst du nix. TRA Limitless, machst du nix. Cemo Lugbasi, machst du nix. Ray hätte ich eventuell noch kriegen können. Und Tom ist auch super, super schnell. Also da machst du halt auch nix, glaube ich. Ja. Aber krass. Und Jay auf Pole, nice. Ray ohne Strafen, sehr stark. Krass. Champ fährt echt extrem aggressiv. Mir würde da ein anderes Wort einfallen für seine Fahrweise am Ende. Aggressiv war das in der letzten Kurve, aber das auf Start-Ziel war nicht aggressiv. Aber gut, lassen wir es gut sein. Charles Leclerc startet dann von der 11. Also relativ knapp hinter uns. Ray hat dich gedreht. Na ja, gut, passiert. Vielleicht hat er mich auch deswegen danach vorbeigelassen, kann sein. Ja, gut, starten wir jetzt einen Ticken weiter vorn. Auf der 4, immerhin. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Ich starte vielleicht auf den Mediums. Cem startet jetzt direkt dahinter. Stimmt, ja. Ja, und ansonsten bin ich happy.
Lando Norris. Ich habe ja gelesen, Lando Norris hat geübt, aber hey, ja, warte, Giant Muten. Ich links oder rechts vorbei. Hallo? Und dann habe ich abgewartet. Moin, Dave. Und dann habe ich abgewartet und Cem war aber schon hinten dran. Ich wusste, der ist schneller. Es war ja kein Problem, dass er vorbeigeht. Und dann hat er mich in den letzten drei Kurven, nicht in der letzten Kurve, aber in der vorletzten oder vorvorletzten, hat er mich so in die Wand gekegelt und mir den Flügel weggehauen. Ey, wie aggressiv bitte. Und dann dachte ich so, oh Mann, muss das jetzt sein so? Und dann muss ich halt quasi die zweite Hälfte mit orangen Flügel fahren. Aber ja, mich hat er am Ende auch in der letzten Runde, in der letzten Kurve, ich hatte 8 Sekunden Strafe, er 3. Er hat mich in der letzten Kurve überholt und, also gut, er hat 6 Sekunden Strafe, sehe ich gerade. Aber danach ist er mir auf der Startziel nochmal rübergefahren, rübergezogen und ist mir in die Kiste gefahren. Wie assi ist das? Keine Ahnung, was also da los ist. Ja, okay, also das haben wir wohl, das haben wir uns wohl gemerkt. Das merken wir uns mal alle, ne? Und Dave nochmal dickes sorry, dass ich dich da angestupst habe. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe auch gleich gesagt, wenn sich das irgendwie ergibt, dass du direkt wieder hinter mir bist, lass dich vorbei. Hat sich dann schneller ergeben, tatsächlich. Und dann habe ich gleich gesagt, komm, fahr vorbei. Ja, A, alles gut und B, vielen Dank dafür. Also fürs direkt wieder vorbeilassen. Ja, selbstverständlich. Ey, das war, ich wollte eigentlich nur hinten dran bleiben und dann Tick zu spät gebremst, dann gibt's einen Mini-Berührer und dann, oh, nicht so, no way. Ey. Aber das war, das muss jetzt echt nicht das sein. Das war aber mega krass. Also dadurch, dass du mich da kurz nach hinten befördert hast und ich dann hinter Leclerc war, kam halt eine super geile Verfolgungsjagd zustande. Ja, ihr habt's gesehen. Ja, Leclerc, glaube ich, hat sich durch dich richtig unter Druck setzen lassen, weil dadurch war sein Flügel, glaube ich, angeknickt. und dann eben vor mir, ich bin ja dann auch auf ihn aufgefahren, da hat er vor mir sich den Flügel nochmal komplett abrasiert. Ja. Dann war halt blöd, dass Cem halt schon hinten dran war und Cem hat mich halt, ja, sorry. Also, man müsste sich's nochmal angucken, aber also, er drückt mich halt zweimal übelst in die Wand rein und denke ich also, wow, Mann, ey, bisschen Geduld, wärst du easy an mir vorbei. Ja. Ich erwarte sowas von, keine Ahnung, einem Leclerc, ich erwarte sowas von einem Di Piello, ich erwarte sowas vielleicht sogar noch von einem Content Creator à la Limitless oder Marduk, ja. Aber ich erwarte das nicht von einem E-Sportler, dass der so fährt. Ja, doch, doch, E-Sportler sind 1:1. Also E-Sportler sind wirklich bei so Events die schlimmsten. Ja, aber das ist doch unsportlich. Das ist doch nicht das, was man machen will. So will man das doch nicht seinen Sport repräsentieren. Weißt du, was das Problem ist? Wenn Schaden gering oder aus ist, dann nutzen sie jeden Millimeter Lücke. Weil im schlimmsten Fall schiebt man sich kurz weg. Und vielleicht kannst du dann sagen, ja gut, ich lasse dich nochmal ziehen. Oder es ist nicht bestrafungswürdig. Im besten Fall holst du dir die Position. Und das ist das, worauf die alle aus sind. Also ich habe jetzt in der Vergangenheit viele, viele Events gehabt. Ray, wir hatten das ja auch mit Porsche. Und die Leute, allem die E-Sportler, sobald du den Schaden runterstellst, sind die halt echt. Also in iRacing siehst du das nicht, aber hier schon. Aber er hat mich in die Bande gedrückt, Frontflügel kaputt. Er hat Ray in die Bande gedrückt, Frontflügel kaputt. Er hat bei dir auch Quatsch gemacht. Ja, gut. Also das. Also das ist doch nicht. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das Rüberziehen auf der Geraden muss man nochmal gucken, ob es bei ihm auch rüberziehen war. Aber es ist halt so, hä? Ist das schon eine neue Einladung? Ja, nee, ne? Also ich bin schon in der neuen Lobby. Ah. Ja. Ah, doch. Okay, ich muss echt runterkommen, ey. Puh. Alter, also das ist krass. Uff. Aber Jay, diese C10, Alter. Pole Position. Ja, Pole, Mann, richtig Pole geil, Position. Pole Position. Sebastian, Pole Position. Und jetzt musst du anfangen zu singen. Ja, und bei dir und Dave zwischen uns, ey. Ist ja, aber guck mal, wer hätte der das aber bei dir nicht gemacht? Ja, ich hab mich in Rasgas Dave verbremst. Das finde ich okay. Wenn er mich in der letzten Kurve dann noch überholt, verstehe ich es zwar nicht, weil ich habe 8 Sekunden Strafe, er 6. Selbst wenn die 5 Sekunden schon abgesessen sind, dann habe ich 3, er 6. Es ergibt in beiden Fällen keinen Sinn, dann noch zu überholen. Okay, also, aber dann auf der Geraden rüberziehen? Nee. Wenn Cem kommen sollte, dann spürt er meinen Hintern. Das sage ich hier. Das sage ich dir. Ja, der startet direkt hinter mir. Break-Test vor Kurve 1, Kappa. Also, das wird er zu spüren bekommen. Es gibt ein zweites, Dave is quick. Ja, Mann. Das ist schon echt fies gewesen, ey. Was gibt's? Es gibt ein zweites, Dave is quick. Anscheinend von Leglec? Von Lando. Leglec vielleicht? Ja, sehr gut. Ja gut, Lando, der war hinter mir. Ach, Lando, da sagen die Leute, boah, der fährt im Time Trial 1:8:1, der ist voll krass. Ja, der hat geübt. Der hat geübt. Ja, auf sowas würde ich sowieso nichts geben, weil Time Trial, das ist halt eine Runde, was sagt die aus so, weißt du? Das hat er sogar im Rennen gesagt. Oh, das ist so schön. Das ist so schön.
Ich gönn's mir noch nicht. Du warst ja direkt dahinter. Bei mir ist er direkt da in die Löws reingestochen. Ich dachte so, hey, immer noch. Ich dachte, da überholt man nicht. Also, okay, komm, hier fahr halt vorbei. Und das hat dir dann die Möglichkeit gegeben, mich ohne großen Zeitverlust dann nochmal vorbeizulassen. Dave, du musst sein. Hm. Dave und Ray, ihr müsst euer Team wählen. Ja. So, ja. Ach, das sind aber noch weitere, die. Ja, ich weiß, aber denen kann ich das nicht sagen. Das ist korrekt, aber sehr gut. Aber wer war denn das vor uns, Jay? War das Latifi oder wer war das, der überhaupt nicht vom Platz gekommen ist? Das war ja richtig schlimm am Start. Jesper, ist er, hab ich gar nicht gemerkt. Ist er rübergezogen oder eigentlich nicht? Ich guck mal. Ich hab den Start ehrlich gesagt ziemlich verschlafen, weil das rot, weg. Mhm. Also so instant. Ja, das war krass, ja. Da hat man gesehen, wer Reactions hatte. Die Formel 1-Fahrer scheinbar nicht. Du hattest einen super krassen Start. Ja, ich hatte halt nur dann Blockade, weil der rechts vor mir ist direkt in die Lücke rein und ich konnte die dann nicht mehr nutzen. Deswegen bin ich dann, ich habe gesehen, keine rote Pfeile und ich habe auch gehofft, dass du da nicht bist. Da bin ich halt direkt rechts rübergezogen, dass ich die Innenbahn hatte. Also ich sehe gerade den Clip, Cem ist tatsächlich minimal rübergezogen. Nicht so krass, aber schon rübergezogen. Es ist unschön, aber egal. Mhm. Ich gucke mir jetzt keine Clips an mehr, Leute. Ich wollte nur das mit Cem sehen, weil ich möchte mir den Hunger beibehalten fürs zweite Rennen. Peter ist jetzt 13. oder was? Ja. Ist das richtig? Das heißt, Moment, Lando Norris und Charles Leclerc sind direkt bei dir, oder? Ja, Leclerc direkt vor Peter. Wir sehen uns da. Peter, da sehen wir uns doch, oder? Wir brauchen einen neuen Clip. Beat sweet. Peter. What is he doing? Okay. Boah, Leclerc ist 11. dann geworden, oder? Ja. Hinter Jay. Okay, dann ist noch einer zwischen uns. Jay, du hast. Das ist der undankbarste Platz. Jay wieder Leclerc besiegt. Ja. Aber knapp. Vor allem, ich hatte eine richtig fiese Sache in der Raskas. Kam plötzlich ein durchsichtiger Ferrari, der halt warum auch immer schneller war als ich, keine Ahnung, weil ich zurücküberrundet hat mit Rot. Nee, weil er mich zurücküberrundet hat mit Rot. Und da kann er einfach durchfahren. Und in der Raskas, genau in dem Lenkpunkt, ist plötzlich dieser Ghost vor mir, in mir drin. Und ich habe den Ghost voll verkackt, fahr in die Wand von Raskas und musste genau, es war richtig knapp. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden Unterschied war zwischen Leclerc und mir, aber es war arschknapp dadurch geworden. Jetzt ist halt das Krasse, dass halt richtig viel Schnelle hinten sind. Das heißt, die werden so hart sich gegenseitig wieder wegrammen. Weil bei mir haben sich Leclerc und wie heißt der? Eine Sekunde, schreibt der Chat, war das bei mir. Also das war echt assi knapp. Ja. Dadurch. Ich möchte by the way gerade sagen, egal was mit Cem oder sonst wem ist, nicht in andere Chats gehen und irgendwas schreiben, ne? Nee, weil das ist das Uncoolste, nicht. Was man machen kann. Sowohl von eurer Seite, als auch stellvertretend für uns, als auch sonst was. Korrekt. Das müssen die selber mit sich ausmachen, ob sie das okay finden oder nicht. Ja. So. Also oder nachträglich sucht man den Dialog, aber sonst nicht. Aber genau. Ich reg mich jetzt hier vielleicht darüber sehr auf, aber trotzdem sollte man ja da nicht jetzt. Aber bei mir war es so, der Flügel war halt dann kaputt, aber dann dachte ich, ja komm, ich fahre jetzt einfach, hinter mir war Courtois, der auch nicht schneller war. Und dann dachte ich auch so, ja, gut. Ja. Don't really answer for second place, I need to piss. Wer ist das nochmal, der Chris Typ da? Chris Lake? DJ. Das ist ein DJ, oder? Ja. Ah, der war ungefähr so schnell wie ich. Ja, ich bin tatsächlich. Monaco ist auch eine assige Strecke, ey. Ich bin tatsächlich echt ein bisschen mit Handbremse gefahren, so, weil ich echt Angst hatte, irgendwo eine dumme Strafe zu kriegen oder sowas. Ja. Mal gucken, ob ich diesmal jetzt ein bisschen Risiko erhöhe. Ich weiß es nicht. Wir haben alle das erste Rennen beendet. Ja, überlebt. Das war meine erste Aussage. Ich habe gesagt, überlebt! Nur einer hat es nicht überlebt und das war Lando. Das fand ich auch richtig krass. Ja gut, viele sind rausgeflogen irgendwie. Ich glaube, der Chris TTT oder wie der heißt. Heißt der Tommy TTT? Nee, Tommy T999. Ja, und Jays Geist hat mich immer erschrocken. Wie gesagt, unsere Lobbys waren desync und Jay ist immer wieder in meinem Rennen aufgetaucht als Geist, Scheiße. Der aber nicht die ganze Zeit als Geist angezeigt wurde, wo ich dem dann ausgewichen bin, ohne zu wissen, ob er tatsächlich da ist oder nicht, obwohl er bei sich im Spiel ganz woanders war. So, was ist das für ein Bug? Aber dann ist es gut, dass wir eine neue Lobby haben, weil dann kann es dadurch behoben werden. Ja. Veloce traut dir viel zu im zweiten Rennen. Oh Gott. Ja, du warst fix, ey, war richtig gut. Ja, ich war so ein bisschen wie ein Bulle, ich habe nur noch rot gesehen und lustigerweise ist es halt Charles Leclerc.
Ja, am Ende des Tages. Was ist bei dir passiert? Ich habe nur rot gesehen, als Leclerc vor mir war. Ach so, ja, okay. Du hast ihn in den Fehler getrieben. Sehr gut. Ich habe Leclerc eine halbe Runde hinter mir halten können mit seinen roten Reifen und meinem gelben Frontflügel. Da habe ich außen in Saint-Evaux überholt. Ja, ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht, dass ich einfach zu sehr mich darauf eingelassen habe, jetzt irgendwie schnell an die Jungs dran zu kommen oder dran zu bleiben, weil die haben sich die Frontflügel zweimal, dreimal, viermal, fünfmal kaputt gemacht. Und dann musst du einfach nur deinen Marathon fahren und dann ist gut. Ready okay. up, bitches. Dann bis nach dem Rennen nochmal. Viel Glück euch, viel Spaß. Toi, toi, Leute. Viel Glück, viel Spaß. Auf den Klapp. So, ja, also so oder so muss ich auch sagen, es ist, auch Jay hat es gerade gesagt, man ärgert sich erstmal, aber am Ende des Tages, man ärgert sich. Aber für mich macht es keinen Unterschied, weil die drei Fahrer, die ich hier besiegen möchte, sind Latifi, Norris und Leclerc. Und am Ende muss man schon sagen, Latifi haben wir mit dem Rennen nicht besiegen können. Jetzt halt Leclerc und der andere Boy. Das waren so die einzigen zwei, die es dann zu besiegen galt. Leclerc und Norris. Achso, Tire Allocation gibt es da noch. Ja gut, was fahre ich jetzt im zweiten Rennen, um Himmels Willen, für eine Strategie? Puh, ansonsten bin ich extrem happy. Ja, Leute, also liebe Mods, wenn jemand sowas wie unnötiger Rotzlöffel oder so schreibt, könnt ihr das auch ruhig timeouten, ne? Also ihr könnt da ruhig einen Ticken härter vorgehen. Danke, danke. Weil ich finde das halt echt uncool. Überlasst das bitte mir, wie ich damit umgehe und ja, das war's. Auf Gelb starten, habe ich auch schon überlegt. Mal gucken. Aber was ist, wenn die anderen auf Rot starten und früher auf Gelb wechseln? Ach stimmt, Nachtrennen. Habe schon gelesen, dass es minimal asynchron sein könnte. Ja, wird dann in der Postproduktion angepasst. Alright. P4. Ich starte außen, das ist nicht gut. Okay, how was the pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Okay, jetzt guter Start, let's go. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights.
Wow. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Alter, was ist denn mit den Leuten los? Wow. Is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Sustain this level of damage. Check your MFD for a new strategy option. Confirmed. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. GG. Okay. Nicht den anderen hinterher fahren.
Rennen heute ist leider, oder die Rennen sind heute leider wirklich 100% Kopf aus. Gespielte Maskulinität an. Wann kann ich mit den Reifen an die Box und auf Softs weiterfahren? Mal anderthalb, ungefähr 20% hätte ich jetzt mit den Dingern nach 6 Runden. Roundabout 50% wären es mit Soft. Keine Ahnung, was die beste Strategie jetzt ist. Ich fahre in die Box. Rennen ist leider sehr, sehr negativ beeinträchtigt geworden durch den Flügelschaden jetzt von Anfang an. Ja, schade, wir kommen hinter der Gruppe wieder raus. Wie gesagt, Monaco entweder richtig gut oder richtig schlecht. Digga, was ist mit dir los? GG Lando. Uiuiui.
Ehren-J 2.0. Wir jagen den World's Fastest Gamer. Die Reifentemperatur ist ja super kühl. Ich meine, selbst James Baldwin ist aktuell auf Platz 11, also daran sieht man, wie nichtssagend dieses zweite Rennergebnis sein dürfte. Auch das erste zugegebenermaßen eher weniger. Ich glaube, da wären ein paar vor mir gewesen, ein paar noch hinter mir. Von den ganzen Dudes um einen herum. Das ist halt Monaco, ne? Schwierig. Bin auf die ganzen Startcrashes gespannt. So. Reifen fühlen sich noch gut an.
Ja, schade, wie es im zweiten Rennen zwar gelaufen ist, aber im ersten Rennen haben wir dafür einen sehr, sehr guten Run gehabt. Trotz dieser Chose mit Cem und trotz, dass wir gedreht wurden. Gut, im zweiten Rennen gibt es auch viele Sachen, was andere mit uns gemacht haben. Frontflügel kaputt, Divebomb rein und so weiter und so fort. Aber im ersten Rennen, da nehme ich es positiv einfach mal mit, dass wir da zumindest zwei der drei F1-Piloten besiegt haben, gutes Ergebnis hatten, gute Fahrt hatten. Ich glaube, hier haben wir auch noch relativ wenige Fehler drin gehabt. Probiert Jay nochmal die schnellste Runde zu holen, das wäre natürlich nice. Ja, scheint so. Ah ne, der hat einen Flügelschaden wahrscheinlich gehabt. Schal vor mir. Ja, auch dass ich gegen Maddie einen Flügelschaden direkt mir geholt habe. Ist halt super ungeil. Schal an der Box. Wäre Jay nicht an die Box gegangen, ich hätte es mir eigentlich schon überlegt, wenn ich ihn dann vorbeilasse. Weil er mich ja auch direkt vorbeigelassen hat. Wäre nicht so super weit weg gewesen. Ärgerlich jetzt natürlich für ihn der Flügelschaden, weil er hätte verschadet sein können. Andererseits habe ich mir natürlich überlegt, ob vor mir jemand Strafen haben könnte. Das war der anfängliche Gedanke, dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin so weit weg, dann machen Strafen auch nichts. Mal schauen. Limitless auf 10. Ja, mit Marduk auf der 10, Karma. Ja, und Tom. Hat sich aus allem rausgehalten, glaube ich. Respekt dafür. Schon Punkte noch. Ein Pünktchen. Come on! Yes! Fortier mit Marduk. Ich bin zufrieden. Bin zufrieden. In beiden Rennen Top 10. Bis zuletzt gepusht. In beiden Rennen in den Top 10. Alles gegeben. Zweimal vor Schal. Ja, und Ray GG, ey. Der hat auch im zweiten Rennen abgeliefert. Ich bin super verärgert wegen der ganzen Incidents, aber das ist egal. Das passiert. Ich habe es von Anfang an gesagt, das ist Monaco. Da kann sowas immer passieren. Und
long story short, ich sag mal, wenn du auf Monaco irgendwo, ich sag mal gleich was. So, erstmal. Ah ja, stimmt, direkt in den Discord mal gehen. Oh, ja, du tust mir mega leid, du wurdest gedreht am Anfang, ne? GZ. Ja, wieder keine Aber Strafe, Mann. GZ. Und Chat, du auch. GZ, Ray. Ja, GZ. Hab ich auch. Oh, danke schön, ey. Gekämpft. GZ. Fünfter, nice. Oh, Gott, war hätte ich haben müssen. Das ist so dumm, ey. Warum dreht sich Leclerc? Das ist doch ein Formel-1-Fahrer. Weißt du, Leclerc dreht sich, macht quasi so eine Wand. Und dann wollte ich rechts vorbei, da war Platz. Und was macht er? Er legt einen Rückwärtsgang ein und macht zu und er ist nicht geghostet. Und ich stehe da und ich so, ja, danke für nix. Das ist so dumm. Der Start beim zweiten Rennen hat mich so getriggert. Ich wurde hin und her geflippert, als wäre ich ein Flipperball. Ja, ich habe mir auch schon gedacht, so, oh, risky move mit dem Mediums, weil du kommst, glaube ich, halt echt nicht so geil weg. Und so war es auch. Ich bin, glaube ich, gegen dich echt mega krass weggekommen. Mhm. Und dann, ich glaube, es hätte keinen großen Unterschied gemacht. Die Leute sind einfach gefahren wie die Wilden. Also, du hattest... Ja. Es war furchtbar. Aber hey. Keine Chance. Es ist Monaco. Ja. Ey, und still point, ne? Also, trotzdem. Also. Ja, ich verstehe nicht, warum das Teil der Triple Crown ist, weil dieses Rennen ist so ein Bullshit, ey, ganz ehrlich. Ja, vor allem, wenn man so fährt, auf jeden Fall, ey. Fahr hier mit Go-Karts, okay, aber Formel-1-Autos, nein, Alter. Ja, vor allem ab 2017 war es, oder? Wo die dann auch breiter wurden und größer und alles. Bis dahin waren sie bei 4 Meter oder 4,50 Meter maximal Länge und 1,80 Breite. Jetzt sind sie 5 Meter breit, lang und 2 Meter breit. Ja, manche fahren so. Ja, Cham, ohne Scheiß, Cham ist gekommen hinten. Ich dachte so, ach, weißt du was, fahr vorbei. Ich hab ihn einfach vorbeigelassen. Ich hatte so viel Schiss vor dem. Jetzt wird er auch noch belohnt. Aber hey, ganz ehrlich, der hätte mich wieder abgeräumt. Ja, und in Runde 2 oder 3 hat mir, glaube ich, Leclerc den Flügel abgeknackt. Ich bin das ganze Rennen mit abgeknackt. Aber es ist nur so grünlicher Flügel, grün-gelb. Alles. Scheiße. Gut. Keine Ausreden, das war Bombe. Boah. Peter, guckst du dir mit mir noch die Dingens an oder haust du ab? Nee, ich guck mir die noch an mit dir. Alles klar. Dann Glückwunsch an Dave und Ray für die gute Leistung. Glückwunsch euch alle. Glückwunsch an alle. Wir haben beide Rennen überlebt. Beide Rennen alle überlebt. Ja. Das haben stimmt. Können nicht alle behaupten, ey. Ja. Das stimmt. Und wir gucken uns jetzt die Clips an und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo, von mir auch, Jungs. Gute Nacht euch. Dann gleich, man hört sich spätestens zu GPO 6, 7. Ich sehe sind wir schon 7. Ja. Es bis spätestens da. Jo. Alles klar, dann macht's mal. Haut rein. Tschüss. Jo, ihr auch. Ciao. Ey. Tschö. Ja, also wie gesagt, so richtig sehe ich das jetzt eigentlich nicht als eine Strecke, wo du sagen kannst, hey, das ist... Es ist keine richtige Strecke, sorry. Und an der Stelle mache ich es mal wie folgt. Wir gucken uns, denke ich, nochmal die Clips an. Ich weiß nicht, ich gucke mal, ob die Jungs vielleicht noch ein paar Rennen fahren werden oder so. Vielleicht kann man das da auch mal gleich machen. Aber ansonsten, sag ich mal... für das Video auf YouTube. Danke, dass ihr dabei wart. Bis demnächst. Haut rein und lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und checkt natürlich Twitch aus, um es live mitzuerleben. Denn wir machen hier jetzt weiter.